Sarah Lombardi, 25, muss wirklich viel einstecken. Regelmäßig wird die ehemalige DSDS-Kandidatin auf Instagram beschimpft und bepöbelt. Jetzt drehte sie den Spieß allerdings um und regte sich in ihrer Story unheimlich über ein Erlebnis auf. Gemeinsam mit Sohnemann Alessio, 3, besuchte sie ein Freibad, doch kam es gleich am Anfang zu einer Malhöhe. Der Kleine hat sich in die Hose gemacht. Ich bin natürlich direkt mit ihm auf die Toilette gegangen, hab ihn sauber gemacht und alles ausgewaschen, bestimmt 15 Minuten lang, erklärte Sarah ihren Fans. Das war natürlich nicht alles schön und nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte, meinte sie dazu und erzählte weiter, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz, ganz schlimm, dass hier einfach Leute sitzen, die dann meinen, in solchen Situationen so richtig dumme Blicke oder doofe Kommentare abgeben zu müssen. So etwas passiert mit einem Kind eben. Doch die Intoleranz mancher Freibadbesucher sei für sie unmöglich. Sowas kann ich einfach nicht verstehen. Vor allem nicht, wenn man da noch das Handy rausholt und anfängt, zu fotografieren.